alle zusammen. Ihr habt es ja gesehen, wir machen einen Blitzkuchen und zwar einen Früchtekuchen. Und zwar, wir haben jetzt da zwei Möglichkeiten, entweder das Ganze nur aus Mehl und Backpulver zu machen, mit natürlich den restlichen Zutaten, oder aus Backpulver, Weichweizengrieß und Mehl. Ich schreibe einmal die eine Variante rein, beziehungsweise die andere, dann könnt ihr euch das selbst aussuchen. Ich habe jetzt Mehl und Weichweizengrieß. Und zwar, ich werde meine 18er Springform wieder nehmen. Die habe ich jetzt schon, also habe ich jetzt schon Backpapier reingelegt und den Rand mit Öl ausgefettet oder ausgefettet. Der Ofen heizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Solltet ihr eine 26er Form nehmen, einfach die Menge verdoppeln. Dann geht es weiter. Hier in der Schüssel haben wir drin, und zwar 100 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker, 2 Eier. Dann habe ich da drin noch ein halbes Päckchen Vanillezucker und so einen gestrichenen Teelöffel Zimt. Etwas abgeriebene Zitronenschale. Ihr könnt natürlich das auch noch anderweitig würzen, also jetzt mit Rumaroma oder Mandelaroma oder wie auch immer. Ich habe da jetzt, wie gesagt, eigentlich nur Zimt und Vanillezucker und halt Zitronenschalenabrieb drin. Dann habe ich hier drin einmal 4 Esslöffel Zitronensaft und 2 Esslöffel Milch. Hier habe ich 225 Gramm Trockenfrüchte. Da habe ich einfach so eine gemischte Packung genommen, habe mir die Früchte einfach etwas mundgerecht geschnitten und habe noch ein paar Rosinen dazu getan. Die waren da nicht drin, also insgesamt auf jeden Fall 225 Gramm. Und hier drin sind jetzt einmal 1,5 Teelöffel Backpulver, 50 Gramm Mehl, 100 Gramm Weichweizengrieß und 25 Gramm gemahlene Haselnüsse. Ihr könnt auch gemahlene Mandeln nehmen oder ihr könnt auch gehackte Haselnüsse nehmen. Und ja, das müssen wir jetzt einfach zusammenrühren. Jetzt tue ich mal mir ein bisschen Platz machen. Jetzt fangen wir erstmal mit der großen Schüssel an, dann geben wir noch das Flüssige dazu. Dann die trockenen Zutaten und dann heben wir die Trockenfrüchte unter und dann geht das Ganze auch schon ab in den Ofen. Und los geht's! So, jetzt kommen einfach noch unsere Trockenfrüchte dazu. So, die heben wir jetzt, wie gesagt, unter. Jetzt müssen wir das nur noch glatt streichen. Und schon geht's ab in den Ofen. So, das ist jetzt unser Früchtekuchen. Der war genau eine Stunde im Ofen. Allerdings wichtig, nach 30 Minuten abdecken. Denn nach 30 Minuten hat er oben diese Bräune. Und dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das nach einer Stunde aussehen wird. Ich habe einfach ein Backpapier doppelt gefalten und das oben drüber gelegt. Kleck Sahne seht ihr an der Seite. Und jetzt probieren wir mal, wie das Ganze so mundet. Mmh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin ja nicht so der Trockenfrüchte-Typ. Deswegen hatte ich jetzt ein bisschen Hemmung zu probieren. Das ist eher so die Konsistenz, irgendwie, wo ich irgendwie etwas komisch finde. Aber ich muss sagen, der schmeckt Hammer. Für das, dass ich diese Konsistenz und so nicht mag. Und so von den Gewürzen her, also schmeckt der wirklich super, super lecker. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen, bis auf, er ist jetzt etwas kompakt.
Das liegt auch am Grieß. Also da habt ihr dann noch die freie Entscheidung, ob ihr das Ganze halt, wie gesagt, so wie ich jetzt mache, mit Mehl und Grieß, das habe ich ja schon gesagt, oder dass ihr es nur mit Mehl macht. Ansonsten finde ich ihn super lecker, gerade jetzt auch zur Weihnachtszeit. Man könnte noch ein bisschen Puderzucker drüber geben, aber eigentlich von der Süße her ist er ausreichend. Deswegen habe ich es jetzt mal weggelassen. Und wie gesagt, ihr habt gesehen, wie schnell der geht. Und ja, deswegen kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!